Was machen wir eigentlich mit unseren 10 Forschungspunkten? Wir könnten fortschrittliche Energie machen. Ich mache Transport. Ich meine, wir können natürlich hier auch fortgeschrittene Module versuchen zu erforschen. Dann ist vor allen Dingen das hier, die Reparaturdrohne, ganz gut, weil die automatisch alles repariert. Auch spannend, Wassersammler, Regenwasser direkt in Wasserumwandlung, eine Klinik, damit kann ich mich heilen. Und ein Fabrikator, macht das automatisch? Nein, aber wir machen ein Auto, damit wir schneller von A nach B kommen. Und jetzt können wir hier ein bisschen sortieren. Ich sortiere mal Essen und Ressourcen zum Bau hin und her. Also, so. Oh no, Wind. Das ist nicht gut. Wind kann ich gerade nicht gebrauchen. Wind und Nacht vor allen Dingen. Ach du Scheiße, ich bin im besten Zeitpunkt losgegangen. Dann gucken wir mal nach dem Auto. Dann, damit wir ein bisschen größere Strecken überwinden können, wollen wir mein Auto basteln. Dafür benötige ich eine Garage. Ermöglicht das Bauen, Reparieren und Aufladen von Fahrzeugen. Das ist der Plan. Jetzt ist natürlich die Sache, wohin damit? Ich würde sagen, wir bauen dich hier hin. Und dich bauen wir mal nach hier oben. Wir müssen vielleicht ein bisschen anfangen zu sortieren oder ein bisschen umzusortieren, aber Stück für Stück. So, dann können wir nämlich auf alles zugreifen. Wir brauchen einen Buggy, der braucht eine Batterie, der braucht Metallplatten und einen Motor, logischerweise. So, wir können unseren Buggy bauen. Und dann können wir ein bisschen rumkruzen. Jetzt, wenn eh gleich Tag ist, ist das ganz gut. Da ist er. Und wir haben Essen. Dann geht's los. Auf geht es. Woo. Oh Gott. Der hat natürlich auch einen Zustand. Der hat Energie, die wir aufladen müssen. Das heißt, wir können hier nicht total rumhatzen, aber wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen größere Distanzen zurücklegen und nach Forschung suchen. Und nach Wurzeln. Ah ja, Forschung. Wichtig ist, wir laden in unserem Auto nicht unseren Sauerstoff auf. Ich glaube, es gibt später noch ein anderes Fahrzeug, das was auch hier die Steine abbauen kann und sowas. Und da leitet, glaube ich, der Sauerstoff auf. Hihihi, überfahren. Das muss ich mehr machen hier, Sauerstofftanks. Da muss ich echt mal ein paar von bauen, damit ich längere Zeit noch unterwegs sein kann. Das machen wir mal. Dann können wir nämlich immer wieder unseren Sauerstoff auffüllen. Sehr gut. Jetzt könnten wir... Ich würde gerne das bauen. Dann können wir nämlich diese RTGs bauen, die radioaktive Energie, also Strom aus Kernkraft gewinnen und Blitzsammler. Damit können wir unsere Basen vor Blitzeinschlägen schützen und das in Energie umwandeln. Das ist natürlich sehr knorke. Das wäre allerdings auch ganz knorke zur Reparatur, zum Wassersammeln. Ich glaube, ich mache das. Wegen Wassersammeln. Oh Gott, da, sauber machen. Aber jetzt ist wieder Tag. Ich muss wieder los. Wir müssen... ein bisschen. Ich muss mal gerade hier das essen. Und dann gehen wir mal...
und sammeln wieder Ressourcen. Und jetzt können wir auch länger unterwegs bleiben. Und ich brauche nämlich Wurzeln. Oh Gott, unser Fahrzeug geht kaputt. Shit. Keiner hat keinen Führerschein, man merkt's. Was ist das? Monsterinnereien. Und da ist auch eine Wurzel. Vielleicht haben wir Glück und kriegen einen Samen. Nein. Oh Gott, fahr, fahr, fahr. Da ist nochmal Forschung. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder zurück. So, dann müssen wir auf jeden Fall wieder in die Basis, die Reparaturbasis fahren, weil wir ja doch ein bisschen chaotisch gefahren sind. Und hier wird das repariert. Und damit können wir jetzt mit dem Monsterfleisch, können wir ein gekochtes Innereien machen. Es wird mehr als zu grillen brauchen, damit es hier besser schmeckt. Egal, Essen ist Essen. Nom 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 nom. Und dann können wir jetzt hier auch noch gleich mit den... Oh, ich habe alle Pflanzen aufgegessen. Ich Dummerchen. Na, aber guck mal. Der erste Baum ist gewachsen. Können wir den gleich ernten. Sehr schön. Dann nutzen wir das einfach, wenn es hier gerade wieder Nacht ist, um unsere Pflanzen zu wässern und uns ein bisschen mehr um den Basenbau zu kümmern. Und um Nahrungsproduktion. Denn wir können ja jetzt... Zum Beispiel ein Wassersammler. Oh Gott, die Basis verliert Sauerstoff. Oh nein! Wir brauchen mehr Stromproduktion. Ach ja, wir wollten RGT und so, ne? RTG. Und das würde ich gerne noch probieren. Aber dafür brauchen wir glänzende Kristalle. Egal, das zuerst. Dafür brauchen wir ein Wassersammler. Wo kriege ich denn jetzt einen Wassersammler her? Oh. Ich Dummerchen! Naja, dann machen wir das jetzt. Hier Lebensmittelproduktion, dann können wir die nämlich innen anbauen. Haben hier Wassersammler. Ach, ich war einfach dumm. Das ist ja jetzt nicht so viel Neues, aber ein bisschen wenigstens. Also, Wassersammler brauchen wir auch. Die Dichtungen. Guck mal. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt hinbaue. Ich baue die mal nach hier. Ich weiß noch nicht so genau, warum, aber wir tun es einfach mal. Und die sammeln jetzt einfach so Wasser und ich muss die regelmäßig abholen. Und die automatischen... Die würden... Was machen die automatisch? Was bringen die? Pumpt es in die Wasserversorgung der Basis. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Wasserversorgung in der Basis. Das wäre das hier. Und dafür brauche ich wieder Dichtungen. Und Dichtungen habe ich gerade keine. Aber ich habe noch Harz. Dann bauen wir mal einen Wassertank. Und dann können wir nämlich langsam auch die hier vielleicht bauen. Die Gewächshäuser. Aber auch dafür brauchen wir Dichtungen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Harz. Und wie baue ich die automatischen? Da brauche ich
Elektronik und Motoren für. Okay. So, dann können wir jetzt theoretisch nämlich gleich einfach die neu gebauten hier umwandeln in die automatischen. Und die pumpen das dann direkt in die Basis. Das ist auch ganz gut, weil dann muss ich die nicht mal einzeln abholen. Es ist nur die Frage, wie die connecten. Connecten die. Muss ich das so connecten? Das weiß ich gar nicht. Oder ob ich die über ein Kabel connecte? Also ob das jetzt schon direkt mit rein verbindet? Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Bis wir aber das Harz finden können, gucken wir mal, ob wir vielleicht ja, mehr Strom wieder produzieren können, weil ich brauche mehr Strom. Ach, guck mal, es regnet. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich mal gucken, ob das jetzt hier automatisch gepumpt wird. Wir sehen hier, das hier wird entsprechend gefüllt. Wir sehen hier auch entsprechend einen Wert. Und es sieht so aus, als würde der hier mit damit verbunden sein. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut. Was kostet denn so ein Blitzableiter? Kann ich den schon bauen? Nee, ne? Ne, brauche ich die RTG-Sache. Oh, ich kann hier Harz auch aus Gras machen. Oh, das ist ja nett. Das heißt, ich muss auch Gras. Ich muss jetzt einfach nur Gras sammeln. Okay. Good to know. Wir benötigen Gras. Wir brauchen auch mehr Strom. Ich brauche mehr Solaranlagen. Und kaum benötige ich, oder habe ich herausgefunden, dass ich Harz aus Pflanzen herstellen kann, schon finden wir welches. So kann es gehen, ne? Ich habe mal noch zwei weitere Solaranlagen gebaut, damit unsere Batterien schneller gefüllt werden am Tag, in der Hoffnung, dass wir in der Nacht länger Strom haben oder einfach generell mehr Strom zur Verfügung haben. Und wir brauchen Erz. Wir brauchen leider Erz für die weiteren Bauaktionen. Heißt jetzt, neben Forschung begeben wir uns auf die Suche nach Erz. Wo fahren wir mal hin? Wir fahren mal nach links. Und gucken, ob wir dort irgendwelche schönen großen Erzvorkommen finden. Weil hier so einzelne. Ach ja, ich brauche aber. Wir haben ja auch Essen und Sauerstoff dabei. Ich weiß nicht, warum manchmal der Sound ausfällt, wenn ich das Auto benutze. Weiß ich nicht. Okay, damit ist meine Schaufel kaputt. Und wir haben aber gut was an Erz. Jetzt geht es nur noch darum, ihre Forschung zu finden. Das ist jetzt unser großes Ziel. Wir können ein bisschen die Karte noch erkunden unterwegs. In der Hoffnung, dass wir noch weitere Ressourcenfelder aufdecken, die wir später abernten können. Ah ja, Forschung. So, ich habe hier auch mal. Oh Gott, ich habe keinen Strom mehr. Da ist auch eine Windanlage kaputt. Ach, so viele Dinge, die schlecht laufen. Oh Gott. Ich habe hier mal einen Wasserhahn gebaut, damit wir das Wasser momentan noch für die beiden Felder hier direkt rausziehen können. Und
Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mit dem ganzen Erz, den wir jetzt haben, unsere Nahrungsproduktion vielleicht ein bisschen hochtreiben können. Allerdings brauche ich da auch mehr Strom. Ah, es ist ein Kreislauf, ne? Dafür haben wir auch die Forschung jetzt. So, und jetzt können wir nämlich hier solche Innenfelder bauen, so ein Gewächshaus. Das bauen wir mal. Davon bauen wir mal zwei Stück. Und dann können wir nämlich Sachen noch innen anbauen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir dann auch den Platz haben. Ich baue das nach oben, glaube ich. Ich baue einfach alles nach oben. Dann müssen wir die Batterie hier umbauen, aber es ist eh nicht so schlimm. Die hat eh gerade keinen Speicher. Sondern schön ist, dass jetzt halt das Wasser automatisch davon verwendet wird, von unserem Wassertank. Und der Strom sorgt dafür, dass es rund um die Uhr wachsen kann. Das heißt, es wächst jetzt viel, viel schneller. Dann haben wir 15 weitere Forschungspunkte und dann können wir, glaube ich, das hier machen. Damit ich brauche. Wo kriege ich denn eigentlich den besseren. Den hier her? Dafür brauche ich Kristalltechnologie. Ich mache aber erstmal das, damit wir konstanteren Strom bekommen. Jetzt können wir nämlich auch nuklearen Treibstoff herstellen. Das Wort heißt Nukular. Und mit diesem nukularen Treibstoff können wir jetzt auch die RTGs herstellen. So, und diese RTG produziert, wie gesagt, rund um die Uhr Strom. Nicht viel, aber immerhin konstant. Ist unabhängig von Wind und Wetter. Produziert er. Und was man da jetzt nämlich machen kann, ist, dass man davon einige baut und die dann mit Batterien und Solaranlagen umzingelt oder irgendwie sowas um eine oder einfach mit Batterien und damit eine konstantere Stromversorgung erzeugt. So, es ist wieder Tag. Das bedeutet, wir machen uns wieder auf. Diesmal suchen wir aber auch noch nukularen Treibstoff. Jetzt habe ich langsam das Problem, dass ich keinen Platz mehr habe, wenn ich mir jetzt hier alles zubaue mit den RTGs. Da müssen wir dann auch anfangen, mit Kabeln und sowas zu arbeiten. Das machen wir noch. Guck mal, ganz viel radioaktives Erz. Wir können hier schon mal ein kleines bisschen den Weg aufbuchen. Jetzt haben wir Platz haben. Was ist für den Sauerstoff? Das ist nicht so gut. Wir haben aber die Möglichkeit, mehr Technik zu holen. Ich könnte jetzt endlich die Kristalltechnologie machen. Ich glaube, das brauche ich auch. Damit ich irgendwie an diese komischen Kristalle komme für die fortgeschrittenen Fabrikatoren und was dann noch alles kommt. Dafür brauchen wir jetzt irgendwie diese Spezialaxt. Diese hier. Nee. Was ist das denn? Ein Steinhaufen. Okay, cool. Ja, mein Was für den Sauerstoff. Aber die Frage ist doch jetzt aber, wie komme ich denn an diesen glänzenden Kristall? Muss ich diesen Bergbau, diesen Bergbau-Rig bauen dafür? Wo auch immer ich die baue? Oh.
Nun gut, das bedeutet für mich aber, jetzt haben wir diese große Batterie, die halt richtig viel speichert. Wir haben richtig viel Stromproduktion, das ist ganz gut. Aber das bedeutet, wir brauchen jetzt viel mehr Forschung, weil wir brauchen diesen. Oh, Preis gratis. Planierraute. Oh, gratis höre ich gerne. Dann brauchen wir jetzt eine Planierraupe. Und dafür benötige ich vier Motoren und einen Lagerplatz. So, aber dann haben wir das. Dann können wir eine Planierraute. Langsame Bohrmaschinen mit Druckkabine. Das bedeutet, wir verbrauchen keinen Sauerstoff, wie ich vermutet hatte. Jetzt ist die Frage, kann ich damit diese Kristalle. Wo kriege ich diese Kristalle her? Das ist die große Frage. Ich hoffe, dass ich damit diese lilanen Platten oder diese lilanen Steine abbauen kann. Und die sind ja dann wichtig hier für das Schnurtanium. Extra starkes, schickes Metall. Wir gucken mal. Oh, warte, ich habe vergessen, dass ich noch Platz vielleicht in meinem Inventar brauche. So. Und die kann jetzt halt hier über alles drüber fahren. Und einfach alles abbauen. Und dadurch, sie einen Lagerplatz hat, kann sie auch automatisch alles einsammeln. Das ist auch ganz gut. Und damit kann ich alles einsammeln, glaube ich. Das ist halt super angenehm. Und so langsam finde ich die jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir hier dieses. Lilane nochmal hatten. Diese lilanen Steine. Die werden ja alle nicht markiert. Und wir können ein bisschen Platz schaffen. Weg von meinem Fahrzeug. Wir können mal gucken, was jetzt hier schon im Lager drin ist. Nein, da. Ah ja, guck mal. Das. Mit den Steinen, da können wir diese Steinhaufen dann bauen. Ein Schnurtanium-Erzbrocken. Ach du Schande. Da ist nochmal ein Schnurtanium-Erzbrocken. Weg von meinem Auto. Wow. Aber ich habe ja immer noch keinen von diesen Kristallen. Wo gibt's die denn? So, ich habe ein bisschen gecraftet. Ich brauche eindeutig mehr Forschung, weil ich weiß, und also ich brauche mehr Forschung zum einen, aber ich brauche auch irgendwoher diese Kristalle. Ich würde mal sagen, dass ich die aus diesen aus diesem Schnurtanium Blöcken bekomme. Das ist das Einzige, was mir einfällt mit diesem Teil hier, weil das ist. Es gibt ja sonst keine weiteren Steine, oder es gibt noch irgendeine Steinart, die wir noch übersehen haben. Das kann natürlich auch sein. Oder die gibt es von Monstern, wer weiß. Ich würde jetzt aber noch mal ein bisschen rumfahren und das Sammeln. Dafür habe ich hier mal noch Starthilfen gebaut. Die laden die Energie wieder auf. Und dann kann ich ein bisschen länger rumgrusen. Dann haben wir sozusagen, wir haben Essen, wir haben Sauerstoff für uns, wir haben für unser Autochen auch ein bisschen Essen. Dann können wir ein bisschen rumgrusen und gucken, ob wir Sachen finden. Oh, Kristalle! Was ist das denn? Was ist das denn?
Warte mal, kann ich erstmal das hier liegen lassen? Warte mal, ich brauche die Steine nicht. Weg. Sind das spezielle Steine? Das sieht aus wie Magmasteine irgendwie. Die haben eine dunklere Färbung. Aber die bringen auch noch Steine. Aber hier sind diese Kristalle. Einen gibt es davon. Wow. Und das Teil spuckt Magma. Okay, wichtige Info, ich kann nicht die... Oh, ich habe keinen Platz. Ach Gott, diese scheiß Steine hier. Das ist interessant, kann ich... Ah, I, ha, heiß! Okay. Kann ich die abbauen oder so? Kann ich da hinfallen? Macht das mein Auto kaputt? Offensichtlich ist es relativ heiß. Okay, wird das auf der Karte markiert? Ja, ist es. Ein Vulkan. Wir haben jetzt 5 von diesen Kristallen. Geil. Ich brauche 8 oder so. Aber das ist interessant. Das heißt, ich muss wirklich ein bisschen rumcruisen, um die zu sammeln. Die kenne ich auch noch nicht. Und ich glaube, ich fahre noch einmal ein bisschen rum. Oh ja. In der Hoffnung, noch mehr von diesen Vulkanteilen zu finden, damit ich noch... Ich brauche 8 von den Kristallen. Ich habe jetzt 5. Boah, warte mal ganz kurz, bevor wir das tun. Warte ich noch ganz kurz, bis die Forschung fertig ist. Denn, dann können wir jetzt... Wir könnten jetzt zum Beispiel das... Oh, wir könnten auch das hier. Dann haben wir mehr Sauerstoff, mehr Energie, weniger oft Hunger. Aber wir brauchen Navigation. Wir brauchen das... Damit wir, dann machen wir noch das, dann haben wir das auch, die, den Recycler, konvertiert edlen Schrott in Metall und können dann danach die Raketentechnologie erforschen. Hier, das sind auch natürlich Sachen, die wir auch machen können, aber das ist alles nach und nach. So, jetzt aber erstmal auf, wir suchen weitere Kristalle. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!